Hi, ich kann gerade nicht glauben, dass ich wirklich hier sitze und ein Video für euch filme. Ich habe Tränen in den Augen. Oh mein Gott, das Struggle. Das erste YouTube-Video aus meiner neuen Wohnung. Ich freue mich mega. Es war ein langer Weg hierher und ich möchte ganz, ganz viel mit euch quatschen und euch ganz viel erzählen. Und ich werde mich währenddessen fertig machen. Ich gehe nämlich heute Abend aufs Amistad-Konzert, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und ich will ein sehr cleanes Make-up machen. Und ich werde euch alle Produkte, die ich verwende, natürlich wie immer in der Infobox verlinken, falls ich vergesse, sie zu erwähnen. Ich werde versuchen, dran zu denken, aber das ist nicht so der Main-Focus. Ich will halt so eine Mischung machen aus Reden und Schminken. Und ja, ich will so viel mit euch teilen. Let's go. Ich freue mich riesig. Und ja, let's go, habe ich schon gesagt gerade. Wie man sieht, bin ich es nicht mehr gewöhnt, sowas hier zu machen. First things first. Was haltet ihr vom neuen Hintergrund? Ich persönlich liebe ihn. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Ich bin richtig zufrieden damit, wie es geworden ist. Ich habe extra diese Gallery Wall aufgehängt und so weiter, nur für den Hintergrund. Das ist alles nur die Hintergrundfilmecke. Es ist allerdings so, es ist natürlich wieder mal nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich nicht. Ich könnte eigentlich schon mal anfangen, mich zu schminken. Hourglass, Vanish. Airbrush Primer. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also mein Ziel war, ich habe mich vergrößert. Also meine Wohnung jetzt ist enorm viel größer als meine letzte. Meine letzte waren 34 Quadratmeter, super klein, Einzimmerwohnung. Und ich lebe jetzt in 84 Quadratmetern. Und es ist schon krass, dieser Unterschied einfach, platzmäßig unglaublich. Ich glaube, meine ganze Wohnung, meine letzte, hätte in dieses Zimmer hier gepasst, in dem ich gerade sitze. Ja. Und ich hatte tatsächlich zwei ganz, ganz große Wünsche mit diesem Umzug, nämlich, dass ich einmal mit Tageslicht filmen kann. Hat nicht funktioniert. Und zweitens, dass ich mein Setup fürs Filmen generell nicht mehr auf- und abbauen muss, sondern dass ich eine Ecke habe, wo ich wirklich immer alles stehen lassen kann, wo ich mich einfach hinsetze und filmen kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es ausmacht, nicht Sachen auf- und abbauen zu müssen. Das ist so ein Hassel immer. Und so alles wieder neu einstellen, wieder neu gucken, dass alles passt. Es ist einfach ein Riesenaufwand schon vor dem Filmen, den man sich natürlich sparen kann, wenn man eine Ecke hat, in der man filmt und einfach nur auf Play drückt sozusagen. Nee, auf Record, nicht auf Play. Aber wie das Leben natürlich immer so spielt, hat beides nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also leider kann ich tatsächlich nicht mit Tageslicht filmen, weil es so mit dem Hintergrund und mit der Distanz und mit dem Licht generell halt einfach super, super schwierig ist und nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist einmal das und auch das Auf- und Abbauen. Ich muss zwar nichts aufbauen, aber ich muss Sachen verschieben und an einen bestimmten Platz rücken. Ich habe mir Markierungen gemacht auf dem Boden und so weiter, damit ich weiß, wo das alles hin muss. Also ich muss immer noch ein bisschen hin und her schieben und machen, damit es funktioniert. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch festgestellt, weil hinter meiner Beleuchtung, hinter meiner Softbox ist ein riesengroßes Fenster. Und gerade ist es super bewölkt, also das heißt, das Licht kommt und geht die ganze Zeit und es wirkt sich halt ganz extrem auf den Raum aus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall verdunkelnde Rollos, damit es nicht ständig super hell und wieder normal wird in den Videos von der Beleuchtung her. Also vom Licht. Und ja, bedeutet, dass ich das Tageslicht wirklich nur minimal nutzen kann. Ich finde nämlich zum Beispiel die Kombination aus so einer Softbox und Tageslicht super schön. Und an so einem Tag wie heute kann ich die aber nicht nutzen. Das ist vielleicht noch meine Überlegung, ob ich eventuell nachmittags oder am frühen Abend filme, wenn das Licht nicht mehr so eine große Rolle spielt. Das wäre noch eine Option. Also ich muss einfach hier ganz, ganz viel erstmal ausprobieren. Das ist sozusagen unser Testlauf, wenn hier alles noch nicht so ideal ist. Tut es mir sehr leid. Es muss sich einfach immer einspielen. Ich muss einfach gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und außerdem ist noch so ein Problem, der Hall hier drin. Dieses Zimmer ist einfach enorm groß. Und es hallt. Es ist schon echt einiges hier drin, aber trotzdem hallt es immer noch. Und ich weiß, Vorhänge und Teppiche etc., es hilft auch alles, aber es kann halt auch sein, dass dadurch der Ton ein bisschen einträchtig wird und es sind alles so Sachen, die ich rausfinden muss. Wie gesagt, Testlauf. Hi, Lieben, hier ist die Adriana aus der Zukunft. Ich bearbeite gerade dieses Video und leider ist es so, dass in der nahen Einstellung, also wenn ich nah rangezoomt habe, ist der Fokus absolut all over the place. Also er springt die ganze Zeit hin und her. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Es könnte daran liegen, dass der Hintergrund zu hell ist. Ich weiß aber, vielleicht habe ich auch die ISO zu hoch gemacht. Keine Ahnung. Das meinte ich halt mit diesem Prozess, dass es einfach, dass ich es probieren muss. Ich habe es nicht gesehen auf dem Viewfinder, dass der Fokus so rein und raus geht die ganze Zeit. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, es ist ziemlich nervig. Aber ich habe auch kurz überlegt, so, okay, nee, kannst du nicht hochladen. Aber dann dachte ich mir, es geht ja mehr eigentlich um das, was ich erzähle. Das ist jetzt nicht wirklich ein Make-up-Tutorial, wo man super viel genau sehen muss. Und es hilft tatsächlich, wenn ihr diese Teile, in der, wo die nahe Einstellung ist, wenn man den nicht im Vollbildmodus guckt, dann ist es auszuwaschen, sage ich mal. Im Vollbildmodus fällt es einem schon sehr auf, finde ich. Aber sonst geht es eigentlich. Und ich würde es halt trotzdem gerne hochladen, weil es halt einfach für mich ein schönes Video ist und ich es einfach mag. Und ich hoffe, es nervt euch nicht zu sehr. Konzentriert euch einfach nicht so sehr darauf. Hört vielleicht einfach nur hin, guckt euch gar nicht an, was ich mache, sondern hört einfach zu. Keine Ahnung.
Ja, es tut mir leid, aber so Sachen passieren und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Hourglass Ambient Lighting Volume 3, I think. Ja. Leider diese Wohnung. Ich liebe diese Wohnung. Sie ist wunderschön. Es ist ein Altbau, komplett neu gemacht, neu saniert. Sie ist unfassbar schön. Aber sie ist auch ein unfassbarer Pain gewesen in der letzten Zeit. Also ich versuche euch so ein bisschen so eine Kurzfassung zu erzählen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Diese Wohnung sollte eigentlich im Januar bezugsfertig sein und war mich eingezogen Ende April. Das Problem waren die Fenster. Die Fenster sollten ausgetauscht werden. Da waren so ganz alte, siffige Fenster drin. Die waren schon so richtig vergilbt, weil da Leute, glaube ich, drin geraucht haben hier. Und widerlich, wirklich widerlich. Und die mussten halt ausgetauscht werden, weil die ganze Wohnung wurde neu gemacht. Und dann gab es ewig lange Lieferschwierigkeiten. Irgendwie wegen Corona konnte ganz viel da nicht angeliefert werden. Und es waren so maßgefertigte Fenster wie im ganzen Haus und so weiter. Jedenfalls war das ein riesen Struggle. Hat sich ständig nach hinten verschoben. Wirklich ständig, die ganze Zeit. Und ich war schon so, okay, okay. Na, Geduld, Geduld. Es war halt nervig. Es war so eine ganz viel Unsicherheit immer und wann und wo, man weiß es nicht und vielleicht dann doch nicht. Und naja, jedenfalls, irgendwann kamen dann endlich diese Fenster und ich hieß, ja, dann und dann werden die eingebaut und dann kannst du einziehen. Ich so, ja, geil, okay. Dann wurden zwei Fenster eingebaut, also ausgetauscht, zwei neue rein, zwei alte raus und dann kam mir wohl, als das gemacht wurde, irgend so ein Hans Wurst vorbei und hat gesagt, ja, weil das ist eine Eigentumswohnung, also mein Vermieter hat diese Wohnung gekauft. Und vermietet die halt jetzt. Und wusste halt irgendwie nicht, dass man irgendeine komische Genehmigung braucht, um Fenster auszutauschen. Obwohl es genau die gleichen Fenster sind wie im ganzen Haus, die dann exakt alle gleich aussehen, die sogar maßangefertigt wurden und her, bla bla bla. Ne? Und weil er aber irgendeinen Wisch nicht hatte, wo drauf steht, dass er das machen darf, wurde das Ganze nochmal verschoben. Also bin ich hier eingezogen mit zwei alten Fenstern und zwei neuen Fenstern. Und dann hat sich das, wie gesagt, alles noch ein bisschen gezogen, bis dann endlich die neuen Fenster eingebaut wurden. Jetzt kann ich drüber lachen, aber da konnte ich nicht drüber lachen. Jedenfalls kam dann der Tag, an dem die Fenster ausgetauscht werden sollten und es wurde wieder verschoben, weil dann irgendwer wieder keine Zeit hatte. Es wurde nochmal eine Woche nach hinten verschoben. Und ihr müsst euch vorstellen, diese alten Fenster waren drin und die neuen standen daneben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie groß so ein scheiß Fenster ist. Das sind keine normalen Fenster, die sind enorm groß. Und die standen dann halt, die haben halt super viel Platz weggenommen. Das heißt, ich konnte kein Bett in mein Schlafzimmer stellen. Ich konnte in der Küche kaum was machen, weil da halt auch was ausgetauscht werden muss. Also die haben halt super viel Platz weggenommen. Dann wurde das mit den Fenstern endlich gemacht. Aber die müssen ja dann natürlich noch, also die Leute, die Fenster austauschen, die tauschen einfach nur die Fenster aus, machen die da rein. Und dann muss noch alles drumherum verputzt werden und gestrichen natürlich, weil es war einfach quasi so ein grobes Loch, ja, sag ich mal. Und das sollte, ja, ja, wir machen das so in 2-3 Tagen. Also 2 bis 3 Tage sollte das dauern. Es ist jetzt Tag 5? Nee, 6 sogar. Tag 6. Es ist immer noch nicht fertig. Es muss immer noch gestrichen werden. Es hat alles ewig gedauert. Es hat sich so gezogen. Ständig war wieder irgendwas. Das kann doch nicht sein. Kann in dieser Wohnung einfach mal irgendwas funktionieren? Weil hier war dann wieder Baustelle. Überall lagen irgendwelche Sachen rum. Also Malerzeug, super viel Staub und Dreck überall. Die ganzen Planen auf dem Boden. Alles vor den Fenstern halt. Vor allen 4 Fenstern. In jedem scheiß Zimmer. Das heißt, ja. Also normales Leben ist halt gerade bei mir nicht so angesagt hier in dieser Wohnung. Voll das Thema meines Lebens ist im Moment Geduld und Vertrauen ins Leben. Dass alles kommt, wie es soll. Und alles seine Zeit braucht. Und ich halt einfach manchmal Geduld haben muss. Auch wenn es mir sehr schwer fällt. Dementsprechend kann ich ja dann halt immer voll viele Sachen nicht machen. Also mein Bett konnte nicht aufgebaut werden. Mein Esstisch in der Küche kann ich nicht aufbauen. Lauter so Sachen, die hängen dann da halt immer mit dran, weil halt irgendwas noch nicht fertig ist in der Wohnung. Ich habe jetzt meinen Eyeliner auf Kamera gemacht, weil Eyeliner ziehen und gleichzeitig irgendwas erzählen, das kann ich nicht. I'm sorry. Jedenfalls genau, die Fenster waren ein Riesenthema, aber da hört es natürlich nicht auf. Es wäre ja langweilig, wenn alles andere funktionieren würde. Jedenfalls ging es dann weiter mit meiner Toilette, die war dann einfach zweimal hintereinander verstopft. Also wieder verstopft, sie wurde wieder freigelegt, keine Ahnung. Und dann war sie nochmal verstopft. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich einen Tag später. Und ich dachte erst einmal, so liegt es an mir? Aber nein, es lag nicht an mir. Es war nicht meine Schuld, okay? Da musste dann irgend so ein Rohr ausgetauscht werden. Und ich dachte so, ihr habt gerade diese Wohnung renoviert und saniert. Warum muss jetzt hier so ein Rohr ausgetauscht werden? Naja, das kam dann noch. Dann ging mein Internet nicht. Sie ist, ja, ja, nimm einfach deinen Router mit, ziehst du um und dann kannst du einfach den Router anschließen und dein Internet nutzen. Nein, natürlich nicht. Wäre ja langweilig, wenn das funktioniert hätte.
nee, irgend so ein Kabel, was geht da nicht, die Dose ist defekt, bla bla bla, da muss ein Techniker kommen. Aber der Techniker kann natürlich erst in 3 Wochen kommen. Ich sage, ja, kein Problem, wir brauchen schon Internet. Also musste ich auch da wieder eine Lösung finden. Ich habe irgendwelche Vodafone-Hotspots und Homespots gekauft und da wieder eine Unmenge an Geld ausgegeben. Ich habe ständig mein Handy-Datenvolumen aufgeladen. Also das hat mich ein Vermögen gekostet, dass ich kein Internet hatte. Maybelline Lash Sensational. Beste Mascara immer noch. NARS Light Refracting Foundation. Immer noch ein absoluter Favorite. Ich benutze die so viel. Die sieht so schön aus. Besonders bei meiner Scheißhaut, die ich gerade habe. Sorry. Ich habe schon wieder hier 2, 3 neue Pickel bekommen über Nacht, glaube ich. Ich dachte, es würde sich langsam so ein bisschen beruhigen, aber natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn ich ein YouTube-Video filmen will. Klar nicht. Und naja, über meine Haut reden wir gleich, weil ich habe das Gefühl, durch diesen ganzen Stress, den ich hier mit der Wohnung habe und den ich mir natürlich auch selber gemacht habe irgendwo. Ich meine, Stress ist ja auch immer eigentlich, ja, sagen wir mal, zu 80% selber verursacht. Es kommt ja immer darauf an, ob man sich stressen lässt oder nicht, aber bei mir war es wirklich ganz, ganz krass. Ich habe wirklich hier so viele Pickel gehabt und so viele Unreinheiten und Unterlagerungen auch auf der Stirn und so weiter. Also es war wirklich richtig, richtig krass und zwar halt in der Zeit, wo das alles mit der Wohnung so schwierig und unsicher war, war das halt richtig extrem. Dann auch so in meinem Privatleben, ich bekomme immer wieder viele Fragen so, hey, wie geht's dir, was macht die Liebe etc. Und meine absolute Lieblingsfrage ist, Triana, warum hast du eigentlich keinen Freund? Wenn ich 1 Euro kriegen würde, wie jedes Mal, dass mir diese Frage gestellt wird. Ganz ehrlich, ja, ich hätte schon gerne eine Beziehung. Bisher funktioniert es für mich einfach nicht so gut, beziehungsweise ich suche mir irgendwie anscheinend immer noch Menschen aus, Männer, die irgendwas Bestimmtes in mir auslösen. Also ich glaube, meine ganzen inneren Themen, die ich noch nicht so geklärt habe mit mir selber, die kommen immer sehr stark zum Ausdruck in den Begegnungen mit den Männern. Und ich glaube, dadurch finde ich halt nicht so wirklich das Richtige, beziehungsweise stehe mir da selbst im Weg. Und aus der letzten Geschichte, die ich hatte, habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gelernt über mich selber und vor allem darüber, meiner Intuition zu trauen. Ich dachte eigentlich, da wäre ich weiter. Turns out, I'm not. Ich hatte, was eine bestimmte Sache anging in diesem Verhältnis, hatte ich ein super schlechtes Gefühl die ganze Zeit und habe die ganze Zeit so gemerkt, so in mir drin, so, da stimmt irgendwas nicht. Das da an dieser Stelle, da stimmt was nicht. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Das hat sich ganz oft nicht gut für mich angefühlt. Und ich habe mich generell da auf sehr viele Kompromisse eingelassen und Sachen, sage ich mal, gemacht oder mitgemacht, die für mich eigentlich nicht gepasst haben und die ich so nicht wollte. Wo ich dann aber irgendwie, weil ich das halt gerne wollte, dass das funktioniert, habe ich es trotzdem so gemacht, zu, sage ich mal, seinen Bedingungen, die nicht meinen Wünschen und Vorstellungen entsprochen haben. Also das war das eine. Ich habe mich quasi selber so im Stich gelassen mit dem, was mir eigentlich wichtig ist und was ich will. Das konnte ich bis zu einem bestimmten Punkt und danach leider nicht mehr. Und dann war dieses andere Thema, dieses andere Gebiet, wo ich immer ein schlechtes Gefühl hatte und es sich immer für mich komisch angefühlt hat und ich jedes Mal richtig so ein ganz schlechtes Bauchgefühl hatte und da aber nicht drauf gehört habe. Ich habe meine Intuition einfach wirklich wieder so weggetan, habe gedacht, das ist, glaube ich, sind nur deine alten Ängste oder irgendwie dein Thema. Und hat mir da irgendwelche Sachen eingeredet und siehe da, meine Intuition war natürlich absolut on point und richtig und es war genauso, wie ich dachte. Und ja, was haben wir daraus gelernt? Also ich habe daraus gelernt, ich werde nie wieder faule Kompromisse eingehen, Sachen, die für mich nicht stimmen, weil sich für mich was von Anfang an nicht richtig anfühlt. Dann werde ich darauf hören und werde meiner Intuition vertrauen und werde Dinge ansprechen. Ich habe auch so viel nicht angesprochen, einfach aus verschiedenen Gründen. Es gab verschiedene Gründe, warum ich das nicht gemacht habe, aber nie wieder. Also diese generell in Beziehungen faule Kompromisse, so Sachen, die man irgendwie nur macht, weil man es halt unbedingt möchte, weil man möchte, dass es funktioniert und weil es irgendwie einem wichtig ist. Ne, mache ich nie wieder. Catrice Clean ID Concealer. Love it. Still. Und so wie ich jetzt so darüber rede, weiß ich, klingt es auch sehr so, ja, ja, ist alles gut und ich habe daraus gelernt, bla, 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 was aber nicht heißt, dass es nicht auch schwierig ist und dass es Momente gibt, wo ich an mir zweifle und mir denke, ja, okay, irgendwie, was weiß ich, ich krieg's halt einfach nicht hin, ich suche mir immer das Falsche aus, was ist mit mir los und so weiter. Diese Momente habe ich natürlich auch oft sogar. Ich muss auch sagen, dieses ganze Thema, ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen soll, ob man es wirklich so nennen kann, dieses Thema Single-Shaming. Also jetzt nicht, dass mir irgendjemand ein scheiß Gefühl gibt deswegen, also zumindest niemand in meinem unmittelbaren Umfeld oder so, ne? Aber manchmal hat man so das Gefühl, also ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Freunde so sagen, ah, wie wär's denn mit dem und dem? Der wird doch voll gut zu dir passen. Und du denkst dir nur so, also erstens mal würde ich mir das gerne selber aussuchen, wer zu mir passt und wer nicht. Und zweitens ist das ein Freund, den ich schon super lange habe und wir passen null zusammen und wir stehen überhaupt nicht aufeinander. Aber danke.
Also irgendwie so dieses, ich weiß nicht, wenn Leute denken, sie wissen, was gut für dich ist. Vor allem, wenn es dann irgendwie mit irgendjemandem nicht funktioniert hat und dann sagen sie mal, ja, das war wahrscheinlich so dieser Typ Mann, das ist vielleicht einfach nichts für dich, du brauchst den Typ Mann. Und ich meine so, du mit dem, als Typ hat das einfach überhaupt nichts, das hat damit nichts zu tun. Einfach wirklich gar nichts. Aber ich weiß, die Leute meinen es einfach nur gut, besonders Freunde, und ich nehme das auch niemandem übel. Aber manchmal ist es wirklich so, vor allem, wenn ich ganz ehrlich bin und mich so umschaue in meinem Umfeld, gibt es jetzt keine einzige Beziehung, wo ich sagen würde so, wow, das, was ihr da habt, das hätte ich auch gern. Keine einzige. Wie gesagt, es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, die für mich einfach gegeben sein müssen. Und wenn die nicht da sind, dann lebe ich wirklich lieber noch eine ganze Weile alleine und gestalte mein Leben so, wie ich es mir vorstelle und mir wünsche, anstatt irgendwas einzugeben, was für mich nicht hundertprozentig passt. Nude Sticks, Nudies Matte in Terracotta Tan. Ich liebe den als Bronzer im Moment. So schön. Ich habe halt auch mittlerweile einfach so gewisse Ansprüche an einen Partner. Und die erfüllt halt auch einfach nicht jeder. Ist ja klar. Aber zum Beispiel einfach allein vom Lifestyle brauche ich einfach jemanden oder möchte jemanden, der da wirklich ähnlich ist wie ich. Ich gehe nicht feiern. Ich gehe nicht trinken. Ich rauche nicht. Das sind alles so Sachen, die würden mich bei einem Mann schon wirklich einfach stören. Also, dass man mal feiern geht, klar, soll jeder machen, ne, wenn er Bock hat. Aber so jemand, der ständig irgendwie unterwegs sein muss, jedes Wochenende sich besäuft oder so, um Gottes Willen, also mit sowas könnte ich überhaupt nichts anfangen. Da hört es halt schon auf. Also, sag ich mal, ich möchte halt auch jemanden, den Sport und Ernährung wichtig ist, der auf sich achtet, der sich mit sich selber auseinandersetzt, der guckt so, hey, was ist dann drinnen auch eigentlich los? Nicht nur außen und körperlich und da fit ist, sondern eben sich auch mal mit sich selber beschäftigt hat und reflektiert ist und weiß, was so seine Themen sind und so weiter. Also, ja, die Liste wird jetzt auch nicht kürzer von Dingen, die einem wichtig sind. Und ich sag mal, da gibt man sich halt auch nicht mehr mit allem zufrieden. Und noch so ein Thema für mich persönlich ist einfach, oder was heißt Thema, Problem, wie auch immer man es nennen will, also es ist eigentlich kein Problem. Es ist eigentlich was Schönes, was mir aber oft zum Verhängnis wird. Und zwar, wenn ich mal jemanden gefunden habe, den ich gut finde oder wo ich mir wirklich was vorstellen kann. Das passiert sehr, sehr selten. Also in den letzten Jahren ist es sehr, sehr selten passiert, dass ich jemanden wirklich, wo ich dachte so, du, mit dir könnte was sein. Und wenn ich mich dann mal so ein bisschen einlasse, dann halt richtig. Ich sage mal so, wenn ich Gefühle für jemanden habe und mir da was vorstellen kann, dann ist es auch was sehr Intensives für mich und was Tiefgehendes. Und da ich das einfach so selten habe und das nicht oft passiert, und dann ist es halt für mich wirklich was Besonderes. Und dann ist es halt auch für mich sehr, sehr schwer, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert oder in die Brüche geht, warum auch immer, da damit klarzukommen und es halt wieder loszulassen. Das ist für mich dann manchmal gefühlt genauso ein langer Prozess wie diese ganze Entwicklung davon, dass es überhaupt entstanden ist. Also ich brauche da einfach ein bisschen länger. Und manchmal nerve ich mich damit selber und denke mir so, können wir jetzt mal weitermachen? Können wir jetzt mal einfach hier aufhören, hier mal einen Punkt machen, einen Strich drunter? Es sollte halt nicht sein. Let's move on. Mache ich teilweise, aber ganz oft falle ich dann halt wieder zurück oder merke so, ich hänge immer noch drin oder dran oder wie auch immer man es nennen will. Und das ist halt scheiße manchmal. Und fällt mir dann einfach schwer. Und dann muss ich halt damit klarkommen, dass es halt für mich lange dauert, über Dinge hinwegzukommen. Und Menschen loszulassen, sage ich mal, die mir was bedeutet haben. Auch wenn sie mich zu Tode enttäuscht haben und richtig scheiße waren und so. Auch dann. Weil ich sag mal, die Scheißsachen und die blöden Sachen und dass jemand halt einfach, weiß ich nicht, krass kacke war oder ich mich krass in ihm getäuscht habe, das merzt die schönen Seiten nicht aus und das, was ich darin gesehen habe und das Potenzial und die, wie gesagt, die schönen Zeiten und das, was man halt geteilt hat, was einfach geil war. Ja, keine Ahnung. Ich bin dann einfach so, wenn dann richtig, und deswegen dauert es für mich halt einfach wahrscheinlich deutlich länger als für die meisten Menschen, über Dinge hinwegzukommen. Ich habe echt krass viel Mitteilungsbedarf, merke ich, weil ich auch gefühlt so lange nicht mit euch gesprochen habe und so lange weg war. Es war jetzt schon echt eine Weile. Und es hat mir sehr gefehlt. Rodial Glass Powder. Immer noch am Start. Ich weiß gar nicht, wie ich es abstellen soll. Wenn man jemanden hat und es ist immer alles ein bisschen unsicher und schwierig und man macht sich viele Gedanken. Also ich bin halt auch so ein Mensch, mich konsumiert sowas dann immer unheimlich. Also ich bin dann so richtig so, diese Beziehung nimmt mich dann, die beschäftigt mich dann so richtig und nimmt mich ein und ich denke dann ganz viel darüber nach und mache mir Gedanken und überlege, was kann man anders machen, besser machen, was kann ich anders machen, wie kann ich da und da irgendwie vielleicht noch an mir arbeiten, etc.
Und das nimmt mich dann oft so ein, dass ich alles andere gefühlt so ein bisschen vernachlässige. Also ich mache es nicht, ich vernachlässige es nicht, ich mache meine Dinge, die ich machen muss, aber ich merke dann immer so, ich bin nicht mehr mit meiner vollen Aufmerksamkeit, mit meinem Herzen bei den Dingen, die mir eigentlich sehr viel Spaß machen, die mir gut tun, sei das hier Social Media, meine Arbeit, mein Sport etc. Diese Sachen, die mir unendlich wichtig sind, die sind dann, werden immer so ein bisschen nebensächlich, sage ich mal. Und diese Beziehung, beziehungsweise dieses Verhältnis, wird so sehr präsent. Und es geht dann erstmal darum hauptsächlich. Besonders, wenn es halt schwierig ist. Und da muss ich mir auch noch einen Weg finden, mehr bei mir selber zu bleiben und trotzdem auch in der Beziehung, auch wenn es schwierig wird, da so einen Weg zu finden, das möglich zu machen und mich damit zu beschäftigen, ohne dass es mich komplett einnimmt und so meine Laune und mein Gefühl davon abhängig ist, so ob es mir gut geht oder nicht von dieser Beziehung. Aber das wollen wahrscheinlich alle, ne? Das ist schwierig. Kann das irgendjemand? Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr schon soweit seid und dass für euch gar kein Problem ist und ihr so bei euch angekommen seid, dass ihr sagt, so hey, egal was kommt, I'm gonna be okay. Das denke ich auch. Ich weiß, dass alles okay sein wird. Ich sehe es ja, wie mein Leben ist und was ich gemacht habe mit dieser Wohnung alleine, was ich mir hier aufgebaut habe und wie viel ich habe in meinem Leben. Ich habe unendlich viel in meinem Leben. Sei das hier YouTube, seid ihr, die mir so viel Verständnis und Liebe und Unterstützung immer entgegenbringen. Und dafür möchte ich euch auch wirklich von ganzem Herzen danken. Und das sage ich euch auch immer wieder, aber ich sage es auch gerne nochmal. Und dass ich mir diese Wohnung hier überhaupt leisten kann. Und dass ich meinen Job liebe. Und dass ich Freunde und Familie habe, die immer für mich da sind und die mich lieben und mich unterstützen. Und man hat so viel und trotzdem verliert man sich dann in solcher Scheiße. Und ist dann so, also ich bin dann manchmal so existenziell, hab ich das richtig gesagt? Betroffen. Im Sinne von, dass ich an mir selber zweifle und dass es mich so trifft, dass alles andere, was ich eigentlich habe, all die guten Dinge, gefühlt nicht ausreichen, um das Schlechte aufzufangen und diese ganzen Selbstzweifel und dieses nicht gut genug, sich nicht gut genug fühlen. Aber davon will ich wegkommen. Mal sehen. Mal sehen. Wie es so läuft. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe ja einen Bronzer von bei Anna Beauty. Das ist vegane Naturkosmetik, hundertprozentig. Ich habe dazu auf Instagram eine Story am Start. Und den trage ich jetzt auf. Der ist super, super schön. Ist so richtig luxuriöse Naturkosmetik, was man wirklich selten hat tatsächlich. Also ist richtig Luxus-Feeling. Ist ein Startup aus München tatsächlich. Meine Augenbrauen habe ich gerade off-camera gemacht, weil darüber will ich tatsächlich mein nächstes Video machen. Ich habe euch doch von diesem Serum erzählt, was ich benutze und es ist fast leer. Und es hat krass viel mit meinen Augenbrauen gemacht. Also sie sind wirklich sehr, sehr viel voller mittlerweile und ich fülle sie deswegen halt auch ganz anders auf und deswegen da will ich so ein ausführliches Video drüber machen. Ich hoffe, es interessiert euch überhaupt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Sagt Bescheid. Ich bin in letzter Zeit echt langweilig. Ich benutze auch immer dieselben Sachen. Sunkissed Nudies Matte von Nudestix auch. Der ist so ein bisschen rötlicher noch. Ich finde ihn deshalb super schön als Blush tatsächlich. Also als natürlichen Blush. Wie lange ich mir diese Nudies schon kaufen wollte. Wirklich ganz lange, Jahre. Ich bereue es, dass ich es nicht früher schon gemacht habe. Die sind echt richtig geil. Ich mag die total. Die sind von der Konsistenz genauso, wie ich es mag. Also sie sind cremig und lassen sich gut einblenden. Aber sobald sie sich mal gesetzt haben, also sie sind nicht so rutschig wie viele andere Cremeprodukte und Sticks. Aber für die Lippen habe ich richtig Bock auf eine Farbkombi von Kiss. Und zwar Chuck the Brown und Rusty Red. Ich liebe die zusammen. Die sehen echt geil aus. Sie sind auch einzeln sehr, sehr schön. Ich zeige es euch gerne auch nochmal einzeln. Aber zusammen. Das ist so eine ganz besondere Farbe. Also ich trage die tatsächlich, wenn dann meistens zusammen. Das sind die beiden alleine. Rusty Red ist einfach so ein schönes Rostrot. Und Chuck the Brown ist ein Nude Brown. Brown Nude. Einmal Chocolate Brown und jetzt noch Rusty Red drüber. Zu dieser Kombi passt Spice unheimlich gut von MAC als Lip Liner. Ich finde jetzt gerade, kannst du noch ein kleines bisschen Chocolate Brown vertragen, weil es jetzt sehr rötlich ist, finde ich. Yes, jetzt finde ich es perfekt. So ihr Lieben, ich weiß, kein bahnbrechendes Make-up, sollte es aber auch nicht sein. Ist einfach ein sehr cleaner Look. Ich mag solche Looks aber super, super gerne. Ich freue mich sehr auf das Konzert heute Abend und es ging, wie gesagt, in dem Video einfach darum, mit euch zu quatschen und euch zu erzählen und mich mitzuteilen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen, unser Testlauf sozusagen. Ich freue mich schon sehr aufs Nächste. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar und froh, dass ihr alle hier seid. Auch danke für eure Geduld und bis ganz, ganz, ganz bald.